me? They wanna see who the best be. You ready? Yeah, you better be. Also, Team Lukas Podolski und Team Alisha Lehmann. Streets United gegen Team Hollywood United, bestehend aus Manager Max Kruse und Knossi. Das letzte Spiel von Matchday 1 der ersten Baller League-Saison ist freigegeben. Leon Osei im Tor bei Hollywood United. Und das ist der erste Treffer durch Sascha Migalke. Da ist das 1:0. Sascha Migalke. Ein ganz komisches Ding. Auch solche Spielertypen braucht man auf dem kleinen Feld. Es wird ja immer mal wieder auch mit langen Bällen operiert. Und das ist die Chance, auf 2:0 zu stellen. Das ist das 2:0. Elias Alexander Römers. Der gerade in der Oberliga spielt. Erstes Jahr Herrenfußball. Und hier super mit dem Außenriss. Elias Alexander Römers. Coach Simon Pech. Oha, und es wird 3-Play. Heißt 3 gegen 3 für die letzten 3 Minuten. Die Geike kassiert einmal den Tunnel von... Und das ist der Treffer. Hollywood United ist am Start. Bonsu. Zachary Bonsu, ehemaliger Regionalligaspieler. Aktuell in der Verbandsliga beim FC Hürth am Start. Nochmal, das ist ein ganz junger Kerl. Migalke, Ballgewinn, nicht abgepfiffen. Fischer! Manu Fischer, 3:1, Streets United. Manuel Fischer erzielt das 3:1. Ball oder Foul, Chat, was sagt ihr? Oh. Erste Halbzeit ist rum. Antoski und Co. führen 3:1 gegen Hollywood United. Boah, super Tor. 3:2. Leon Osei. Der 1,97 Mann, super Lauf, das meine ich eben, mit Laufen ohne Ball. Und dann geht der Gökesin, dem Torhüter von Streets United, durch die Hosenträger. Hey, Ruhe am Ball! Zwei laufen lassen, Männer, komm! Ruhe! Ruhig, Jungs! Bleib hier. Hollywood United steht kurz vor der Niederlage gegen Streets United. Und das ist es gewesen! Streets United, die Mannschaft von Alisha Lehmann und Lukas Podolski, gewinnt mit 3:2 gegen Hollywood United.